Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo und auch herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem kleinen Video zum Thema Hasen. Also, nachdem dann Issy am Freitag verstorben war, habe ich am Samstag wirklich viel Kraft darin gesetzt, einen kleinen neuen Hasen zu bekommen. Und ja, da würde ich jetzt sagen, als ich fange ich an, euch weiter zu erzählen. Entschuldigt, falls ihr euch übrigens schon beim ersten Video gewundert habt, was das für ein Geräusch ist, falls ihr es gehört habt. Das ist unser kleiner Neuer, der hier total quirlig durch die Gegend rennt und ja, der hier gerade der total alles aufmischt. Und von ihm geht's jetzt heute. Also die Geschichte, wie ich zu meinem kleinen Schatz hier gekommen bin, es fängt an mit Autsch, 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 entschuldigt, er hat noch so spitze Krallen. Oh, du bist ja schon fix und fertig. Ist auch noch ein bisschen, bis ich das Video fertig habe, renn oder so und dann... Entschuldigt mich, ganz kurzen Moment. Nein. Wir nagen keine Kabel an. Entschuldigt. Ja, unser neuer, also die Geschichte ging dann so, dass ich ja schon, wie ich am letzten Teil erzählt habe, habe ich dann nachts haben wir den Stall sauber gemacht und alles und haben den neuen Stall vorbereitet, damit er dann ein neues Zuhause hat. Und haben auch die ganzen Näpfe und alles gereinigt. Was ich, wenn ich es jetzt nachhinein betrachte, nur nicht machen müssen, aber dazu kommen wir gleich noch. Das, ja. Und dann haben wir auf jeden Fall auch das alte Häuschen gereinigt und dann haben wir eben den Stall vorbereitet. Weil ich gesagt habe, ich möchte mich zumindest schon mal so weit umgewöhnen, weil es ja dann ein neuer... Entschuldigt, aber das ist jetzt gerade der beste Moment, den ich hier erlebt habe. Es ist das erste Mal, dass der kleine Mann da drüben müde ist. Ich mache jetzt eine kurze Pause und bringe ihn in den Stall. Bis gleich. Ja, entschuldigt. Ich muss gerade kurz den Kleinen da in seinen Stall zurückbringen, weil er ist gerade das erste Mal, seitdem er hier ist, beim Rennen liegen geblieben. Und das hieß, dass er müde ist und dass er im Prinzip nicht mehr weiter rennen kann. Okay, aber jetzt kommen wir mal zum... Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Ja, also auf jeden Fall war es dann so, dass wir am Samstag alles versucht haben, um ein neues Häschen zu bekommen. Und das erste Häschen, bei dem ich bei eBay Kleinanzeigen geschrieben habe, das hätte es nur gegeben, wenn es schon einen anderen Hasen gibt. Und dann habe ich aber nochmal jemanden angeschrieben und die haben dann mir auch recht schnell also wirklich sehr schnell zurückgeschrieben. Und der Kleine, den habe ich da auf der Anzeige gesehen, also der ist dann am Ende auch geworden. Und ich habe mich so, auf ersten Blick habe ich den gesehen und habe gedacht, der ist es. Und ja, dann habe ich den geschrieben und dann am Morgen bin ich zu meiner Mutter, also für mich morgen, für alle anderen nachmittags, bin ich dann nach unten gegangen und habe das Bild meinem Papa gezeigt, meinem Bruder gezeigt. Und ja, die haben dann halt so, okay, nettes Häschen. Und dann ist meine Mom heimgekommen und habe ich ihr den Kleinen gezeigt. Und ich glaube, bei ihr hat es dann auch beim ersten Blick Wumm gemacht, oder? Ja, sah süß aus. Ja, da hat es Wumm gemacht. Und da hat sie dann auch so gleich gefragt, ob wir den Kontakt haben, ob ich die Nummer von denen haben kann und so weiter. Und dass ich die anschreiben soll. Das haben wir dann auch zusammen gemacht, haben dann nochmal einen Text geschrieben und ja, dann irgendwie habe ich dann aber gesagt, weil ich schon wusste, dass es noch beim anderen Tier zur Handlung eben auch noch Hasen gibt, habe ich dann so gesagt, ja, aber was, wenn da jetzt einer dabei ist, den ich noch ein Stück besser fand und was, wenn die dann da besser sind und so. Also ich möchte erst zu dieser Zoohandlung gehen und dann möchte ich erst den anderen noch versuchen. Ja, und dann mein Bruder, der übrigens, der wirklich eine mega Hilfe war, der war für mich, der war da während der Trauerarbeit, der war da während der Aufräume, also während er hat viel getragen und hat wirklich auch mit neuen Stall mit einkaufen gegangen, obwohl er eigentlich verabredet war mit einem Freund. Und ja, also was mir diese ganze Geschichte auch wieder mal bewusst gemacht hat, ist, was für eine tolle Familie ich habe. Und ja,
Ja, und dann war es so, dass wir dann sind wir halt zu diesem Zoohandlung gefahren, die übrigens total den vollen daneben Namen hat, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, da haben wir dann damals seinerzeit auch die Issy gekauft, aber ja, inzwischen scheinen die nicht mehr so toll zu sein. Wir sind dann reingegangen und dann waren da diese zwei Weibchen und dann haben wir so gefragt, ja, dürfen die mal hochnehmen? Und hat die Verkäuferin gesagt so, nein, diese Hasen darf man nicht hochnehmen. Da haben wir uns so gedacht, okay. Und dann haben wir aber gesagt, ja, also wir haben schon voll die Erfahrung mit Hasen und ja, also wir sind keine Anfänger, wir wissen, wie man mit Hasen umzugehen hat und so. Und dann hat sie eben uns dann doch einen von den Hasen gegeben. Dann ist etwas passiert, was mir, stimmt, sich mir noch nie passiert. Es ist wirklich mir noch nie in meinem ganzen Leben, egal wie viele, bei wem ich war, egal welcher Hase, egal welches Tier, aber dieses Häschen, das wollte nicht bei mir bleiben. Hat sich gewehrt, dass alles zu spät ist. Die wäre mir fast aus der Hand geflutscht. So krass hat die sich gewehrt. Und das zweite Häschen habe ich halt so die Hand hingehoben, so nach dem Motto, komm mal her. Und es ist so verschreckt weggelaufen, als wäre ich ein Werwolf. Das war dann auch nichts. Und dann haben wir auf jeden Fall noch gefragt, wie lange wir das Babyhasenfutter brauchen. Da kam dann, hat die uns gesagt, ja, so bis zum 6. Lebensmonat. Da haben wir noch Babyhasenfutter dort gekauft und ein Häuschen, weil die hatten die Häuschen, die Mom und ich gewöhnt sind und die wir bisher immer hatten. Und dann habe ich gedacht, so, naja, er braucht halt auch ein eigenes Häuschen. Ja. Und dann war es so, dass wir, dann haben wir sind wir, Mom und ich beide aus diesem Laden rausgegangen und haben uns so gedacht, oh, zum Glück. Eigentlich stand die Entscheidung für uns ja persönlich schon fest, wen wir wollen. Und dann haben wir mit den Verkäufern nochmal geredet, also haben wir die angerufen, haben uns ihre Nummer gegeben. Und die haben dann zu uns gesagt, ja, wir sollen doch mal zu ihnen, also wir können zu ihnen kommen, sie hätten Zeit, aber ja. Es wäre halt eine Baustelle bei ihnen, aber wir können hinkommen. Dann sind wir da hingekommen und haben dann, also der Weg dahin, der war so kurvig, dass mein Bruder und mir stundenlang schon noch schlecht war. Und dann sind wir da hingekommen und dann was saßen sie schon draußen und der Kleine, der war bei seiner ehemaligen, also noch bei der ehemaligen Besitzerin und dann habe ich ihn so, hat sie mich gefragt, ob ich ihn mal halten möchte. Und da habe ich gesagt, natürlich. Das ist das Wichtigste an alle, die jetzt sich einen Hasen zulegen. Haltet den Hasen einmal in deinen Armen. Erst dann könnt ihr wissen, ob die Chemie zwischen euch stimmt oder ob es nicht stimmt. Und bei ihm und mir war es, glaube ich, Liebe auf beide Seiten auf den ersten Blick, weil er hat sich sofort bei mir festgekrallt. Das macht er immer noch gerne. So. Ich meine, mein T-Shirt hat hier und da jetzt schon so eine kleine Macke ab, aber das ist er wert. Ja, und dann war es so, dass wir ihn, dann haben wir ihn eben, habe ich ihn eben gehoben und er war natürlich nervös und alles und so einfach wirklich so. Trotzdem hat er mich schon so angeschnuppert, hat mich so versucht kennenzulernen und alles. Und dann haben wir noch von denen eine Tragemöglichkeit bekommen, also eine Kiste, damit wir dann ihn da reinbringen können. Und jetzt, wo ich ihn etwas besser kenne, bin ich froh, dass wir so schnell waren, weil, ja, aber das erzähle ich euch gleich noch. Und dann haben wir auf jeden Fall noch seine Eltern kennengelernt. Also seine Mutter hieß Mimi und sein Vater hieß Mörchen, was ich voll lustig finde, weil ich ja auch mal eine Mimi hatte. Und er vom Fell aussieht wie mein erster Hase, dieselben Schlappohren hat wie mein letzter Hase. Und vom Charakter her irgendwie so ein bisschen von allen was hat. Das ist total witzig. Die haben alle gerade so ein kleines Comeback nochmal. Ja, und dann war es auf jeden Fall so, dass wir mit meinem Bruder zusammen nach Hause sind. Und dann jetzt hier nochmal ein Tipp für alle, die sich einen neuen Hasen kaufen. Die Person, die Bezugsperson zum Hasen sein möchte oder sein soll, muss auf jeden Fall die sein, die ihn in den Stall setzt. Ich weiß nicht warum, aber dann gewöhnt er sich etwas schneller an die Person und mag sie dann auch etwas mehr. Ja, und dann ist es auf jeden Fall so, dass er dann im Stall war. Da hat er sich auf jeden Fall alles angeschaut, sein Häuschen auf jeden Fall, hat ihm von dann, dass es ihn eben so begeistert hat und total die Freude gemacht hat, dieses Häuschen. Und dann war es eben so, dass er dann am Abend hat er dann den Napf entdeckt und er ist so jemand, er stellt sich immer mit seinem Pfötchen auf den Napf
drauf, weil er eben zu klein ist, um wirklich noch richtig schon richtig reinzukommen. Und dann habe ich zum Glück, ist mir noch eingefallen, dass ich einen Babynapf hatte von irgendeinem der früheren Hasen. Der hat den damals als Trinknapf gehabt. Und dann hat er den als Fressnapf bekommen und seitdem frisst er nur noch. Er ist wirklich ein kleiner Fresssack. Das ist unglaublich, was der wegputzen kann. Ja, und dann war es so, dass er dann auf jeden Fall die Nacht war er dann so quirlig, dass wir, obwohl eigentlich gesagt haben, wir lassen ihn erst am zweiten Tag rennen, damit er sich einfinden kann, richtig, haben wir uns schon am ersten Tag rausholen müssen und rennen lassen. Etwas, was ich sehr angenehm bei ihm fand, was an seinem Wesen wahrscheinlich auch liegt, weil er ist sehr mutig, ist, er hat auf jeden Fall sehr schnell angefangen, also Vertrauen zu mir zu fassen. Und er hat auch nicht vor, er erschrickt nicht bei Geräuschen. Also es hat an dem Abend, an dem Samstag, hat es bei uns in der Gegend gewittert, dass alles zu spät ist. Und unser Hund ist unter dem Tisch, also wirklich unter den Tisch gerannt und hat Angst gehabt, dass alles zu spät war. Und der Kleine, der sitzt da, frisst, macht, tut, ach, sei es drum, ist halt so. Also da hat er eine Entspanntheit, die ist unglaublich. Ja, und dann war es so, dass er am Abend habe ich ihn dann noch so ein bisschen, habe ich ihn dann versucht so ein bisschen zu streicheln, aber und habe es auch ein bisschen geschafft, weil er sich noch nicht so gut wehren kann. Aber ja, der nächste Tag war dann schon aufregender. Das war dann der Sonntag. Da haben wir dann, habe ich dann, hat, haben wir so viel miteinander erlebt, dass wir haben uns kennengelernt, wir haben alles erforscht und aber ich habe auf jeden Fall ihm Zeit gegeben und ihm die Entscheidung überlassen, wann er näher möchte und wann nicht. Und habe ihn dann auch am Sonntag nochmal rennen lassen. Am Montag dann habe ich ihm am Sonntagabend ein Paddel für Erwachsene gegeben, ein einziges. Und ja, das habe ich bereut, weil am nächsten Morgen war der so überdreht, das war unfassbar. Und dann habe ich ihn am Morgen rennen lassen müssen. Und ja. Ja, und dann jetzt am Dienstag habe ich ihn auch mal früher rennen lassen. Aber da war es dann auch das erste Mal, dass ich ihn über ein paar Stunden allein gelassen habe. Und ich habe ihn auf jeden Fall total vermisst, weil es ist total schräg, wenn du 3, 4 Tage mehr oder weniger sich alles nur um eine Sache dreht und diese Sache dann für ein paar Stunden mal nicht da ist. Und da hat er dann auch am Dienstag seinen ersten Besuch bekommen, nämlich von Babette und Winfried. Und ja. Und jetzt ist es so, dass wir uns mit jedem Tag mehr kennenlernen, er mehr Vertrauen fest. Und heute war es, wie schon erwähnt, so, dass er sich dann schon das erste Mal in Gang gelegt hat, weil er müde war nach dem Rennen. Und das ist etwas sehr Wichtiges, weil das heißt, er fängt an, seine eigenen Grenzen kennenzulernen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall jedem, der einen kleinen Hasen hat, auch noch empfehlen würde, ist, wenn er schläft, dann versucht ihn nicht zu wecken, weil am Anfang haben die einen sehr, sehr leichten Schlaf und dann wachen die dir ständig auf und die merken selbst noch nicht, wann sie müde sind und wann sie nicht müde sind, dann sind die noch so hibbelig immer. Und ja, was auf jeden Fall auch so ist, ist, ich finde, ich merke, dass er jetzt mit jedem Tag, wo er bei mir ist, auch ein bisschen ruhiger wird und entspannter. Und was ich jetzt noch jedem, der einen ersten Hasen hat, empfiehlt, was nicht gerade nett ist, aber es ist halt mein Tipp, nehmt euch auf jeden Fall einen Rammler, weil wenn ihr euch einen männlichen nehmt, die kann man kastrieren lassen. Und wenn die kastriert sind, dann werden die nochmal eine ganze Ecke ruhiger. Und das kann man bei weiblichen nicht. Die bleiben wirklich ein Jahr lang durchgehend erstmal flurrig. Das war eigentlich alles, was ich euch zu diesem Thema erzählen konnte. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, dass ihr mir nicht böse seid, falls ich hier und da ein bisschen verpeilt wirkte. Mir hat es nämlich zweimal beim Drehen die Kamera irgendwie gesponnen. Jetzt muss ich das irgendwie nachher am Computer zusammensetzen, so puzzeln. Und ja, ich hoffe, euch hat mein Video jetzt geholfen oder gefallen. Auf jeden Fall. Was noch eben leider auch Wahrheit ist, ist, der Kleine hat noch keinen richtigen Namen. Im Moment heißt er Bunny. Und ja.
ich möchte ihm noch einen anderen Namen geben. Wir suchen also noch Namen. Falls ihr Ideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmann@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich werde mein Wochenende jetzt mit meinem kleinen Mann verbringen. Und ich habe euch alle lieb. Bis bald. Ciao.